Kapitel 3 Schmerz. Ja, hier hatte mich beim letzten Mal nochmal sehr maskulin erschrocken. Das bleibt. Oh, oh, wer steht denn da vorne? Moment, da muss man erstmal aufstehen. Da muss man erstmal kurz raus. So, schabib, schabum. Aha, keiner mehr da. So, Lampe machen wir an. Bei dem Kriegsspielzeug hat sich noch nicht verändert, oder? Ja, ja, seine 10 Soldaten sehr im Griff. Okay, gut, wir schauen uns mal weiter um. Oh, das ist jetzt das Flugzeug. Du hast es fast wieder in Ordnung gebracht. Ach so. So, Paul von Schmidt verlässt die preußische Hauptkadettenanstalt im Kriegsjahr 1916 mit Höchstnoten und Empfehlungen für die Offizierslaufbahn. Paul ist unser Bruder. Paul, hier in Flandern frisst uns die Front. Was übrig bleibt, holen sich die Läuse und Ratten. Ich bete jeden Tag, dass es ein Ende hat, bevor die nächste Welle deutscher Helden hier im Chaos verbrennt. Bitte antworte mir doch einmal wenigstens. Dein Bruder. So, spricht eigentlich genau gegen die These, die ich gerade sagte, dass er unser Vorgesetzter ist. Es sei denn natürlich, er ist erst später dazu gekommen. Das kann natürlich auch sein. Maybe. So, okay, warte mal. Hier noch mal kurz nochmal den Schrank öffnen. Hat sich hier noch was anderes getan. Hier ist immer noch unser Spielzeuggewehr. So, die Büchse können wir jetzt anschauen. Da haben wir jetzt nicht mal so die große Panik vor. Eieieiei. Eieiei. So, Moment. What is it? Dokumente, Mission. Ich muss mal eins kurz erstmal noch. Finde den Grund für die elektrische Störung. Okay. So, wie war jetzt nochmal ganz kurz Feuerzeug? Wir werden jetzt ja kein Feuerzeug haben. Hey. Verzerrter Stimme, hilf mir bitte. Wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Das Zimmer deines Bruders ist versperrt. Doch, du hast etwas gesehen. Aber kann es nicht sein, oder? So, wir haben ja auch Schreie gehört. Versteh mich bitte. Okay. Ein Fahrstuhl zum Dachboden. Er muss kürzlich installiert worden sein. Na, du fragst dich, was dort oben sein mag. Ach ja, ich weiß nicht. Also, klingt auf jeden Fall nicht gut. Klingt nicht gut. So, okay, weiter geht's. So, dann lass uns mal erstmal kurz rausfinden, warum wir so eine elektrischen Störungen hier haben. War hier Tür? Nee, die ist zu mit Stacheldraht. Also wir sehen halt schon, es ist eigentlich das Elternhaus. Und Dankeschön, Dave, für die Creepy Door. Also wir befinden uns in einem Traum, weil es kann ja nicht sein, irgendwie, dass jetzt plötzlich Mama und Papa gesagt haben, komm, wir haben kein Geld mehr für eine Tür, wir ziehen hier Stacheldraht ein. Eher unwahrscheinlich. Also, sind wir überhaupt lebend zurückgekehrt? Oder liegen wir wie bei Metallica Song One irgendwie blind, taub und stumm irgendwie auf irgendeinem Bett? In irgendeinem Lazarett oder was? Und wissen nicht mehr ein noch raus. Stellen uns das vielleicht einfach jetzt gerade nur vor. So, immer so lieb und extra versteckt, bringe ich ein paar Kartoffeln. Das hatten wir schon, genau, von der Frau Bräuger. Das dürfen wir auch schon gehabt haben. Ja, auch, genau, das war die Arbeitsliste. So, alles verschlossen. Das Zimmer von Frau Mama ist auch zu. Wir suchen mal kurz weiter. Frage ist jetzt natürlich, wo kann ich jetzt überhaupt noch lang? Hier kann ich noch lang. Oh, Fahrstuhl. Yikes, Alter, der Fahrstuhl ist offen. Von der Firma Schmidt. Nice. Na dann. Hey. Nicht auf den Fahrstuhl, nicht auf den Rollstuhl treten, meine ich. Gut, roter Knopf drücken funktioniert nicht. Ich kann die Kurbel auch nicht bewegen. Warte mal, muss ich erst zumachen? Geht auch nicht. Ah, der Lagerraumschlüssel. Der Schlager für den Schlüsselraum. Der Schlüssel für den Lagerraum. Alles klar. Den nehmen wir. Ja. Okay. Schön. Ganz schau.
Bam, bam. Und jetzt weiter. Ich habe auch gerade keine Steuerung. Ja, 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 okay, okay, okay. Cool, cool. Alter, ist das laut. It's going down. So, verzerrte Stimme schreit. So, dann aufstehen. Oh Gott. Wir sind immer noch im Fahrstuhl. Na dann. Wake up. Wakey, wakey, ex and bakey. So, wir sind im Keller, im Lagerraum unseres wunderbaren Anwesens Leberwurst. Schön. Die 600 Gramm Paco hat sich nicht mehr durchgesetzt. Ist auf 500 runtergegangen. Zwieback. Köstlich, was haben wir hier noch? Viel mehr Zwieback. Noch mehr Leberwurst. Was haben wir hier? Pökelfleisch. Schön. Ich hab's ja schon mal erwähnt, ich find's tatsächlich mal ganz angenehm, irgendwie, wenn man mal ein komplettes Spiel mal auf Deutsch so hat, so auch mit Schrift und also mit Ingame-Schrift. Finde ich eigentlich cool. So, ein paar Streichhölzer, ein paar neue. Sieht nicht gut aus. Kann ich mal so ein bisschen Leberwurst mal mitnehmen? Drei Waschbecken nebeneinander. Wow, das ist halt einfach Leberwurst und Zwieback. Ja, die Lebensmittelpyramide der Studenten. Absolut, ja. Das ist das Salz der Erde, Mann. Ah, Karotten, Knoblauch, Chili. Eine Zwiebel, was ist da los? Ein Schinken, oder? So, das, ist das Brot? Ich weiß immer nicht. Ich glaube, das könnte eher ein Schinken sein, wa? So von der Farbe her. Okay, aber egal. Komm, wir schauen erstmal. Irgendwo klingelt das Telefon. Wach auf. Wohin denn? Ey, wenn ich jetzt noch an der Front bin, dann ist aber scheiße, Alter. Dann möchte ich lieber hier weiter schlafen. Ist nichts. Schade. Ach Gott. Oh. Schön, schön, schön. Zugeschlossen. Oh Gott, Mann, wer heute denn da? Ist das Paule? Könnte Paule sein. Okay, hier kommen wir hoch. Ich würde mir kurz nochmal den Rest hier anschauen. Moment. Stell die Stromversorgung wieder her. Okay. Ich muss ja mal sagen, so was die Erkennungsmarken angeht, bei den Französischen hat er ganz schön abgekackt. Also bei den Deutschen Make Uni weiter mit 10 von 28, aber 6 ist natürlich noch um einiges schlechter. Ich glaube nicht, dass wir die alle finden werden. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Die Musik erinnert mich wirklich sehr an Resident Evil gerade. Was ist das denn? Kein Mensch würde so etwas Abartiges malen. Was ist denn das? Ein Bild von mir? Da wird mich schlecht. Ja. Das kann nur ein Bild von mir sein. Okay. Ah, Eck und Türen. Das ist mein Erzfeind. Türen und Kipphebel. Kippschalter. Warum sind die Wilden da eingesperrt, Großvater? Damit du etwas lernen kannst. Sieh gut hin. Wie sie am Boden sitzen, im Schmutz, halbnackt. Haben sie einen Grund, stolz zu sein, Paul? Und trotzdem sind sie es. Mit ihren primitiven Speeren und wildem Geheul sind sie in unser Maschinengewehrfeuer gelaufen. Wie die Fliegen sind sie gefallen. Zu Hunderten. Wer grundlos stolz ist, ist dumm. Merkt ihr das? Du bist nicht wie sie. Dein Blut und dein Erbe sind Grund, stolz zu sein. Und das Sterben?
Das überlass den Dummen. Alter. Ja, Opa ist so ein richtig geiler Typ gewesen. So, Musik hier. Verstehe, alles klar. Okay. Da muss ich wahrscheinlich seitlich ziehen, ne? Dann machen wir das anders. Gehen wir mal rum. Eine Runde rum. Die Rennpolat, hallo, grüß dich! So, einmal durchgekrochen. So. Komm ich hier vorbei? Nein! So, ich schätze hier aber nicht immer die ganze Zeit hin und her flitzen hier. Dann zieh ich den jetzt mal nach hier. Alter. Ja, passt da so. Lassen wir so. Wir kommen dann vorbei. So, was haben wir hier? Eine Kerze. Die machen wir an. Was ist das hier? Nadel und Farn und Haut und Haare. Was? Kurz wird mir übel. Was? So, die heilige Madonna. Nee, die Jungfrau Maria. Na? Hallo? Dankeschön. Die Bibelseite. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzt sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihm seine Mutter zurück. Lukas, Vers 7, Zeile 13, Silbe 15. Keine Ahnung. Hey Blackmore, grüß dich. Hi. So, schön, schön, schön. Warte mal da. Ich weiß, dass ich dich nicht um beide bitten kann. Ich will, dass Johannes lebt. Bitte nimm den Paul bei dir auf. Er ist ein guter Junge. Ich schneide das Leben den Kuckuck ab und gebe es dem Johannes. Bitte, lieber Gott, hilf mir und bring Johannes zurück. Okay, das ist eindeutig unsere Mutter. Und unsere Mutter präferiert uns tatsächlich, zieht uns Paul vor. Ich dachte eigentlich theoretisch, dass wir derjenige waren, der den Dolch klaute. Und wir der Kuckuck waren irgendwie. So war meine Anfangsidee, aber das ist natürlich totaler Blödsinn gewesen. Scheinbar mochte es uns doch ein bisschen. So, wie sieht's denn hier aus? Freund Blase. Können wir das mal aufmachen? Ein Büschel Haare ragt aus dem Koffer. Soll ich kotzen? Die Kiste bewegt sich nicht. Ach Gott. Oh nein. Kann ich die schieben, ziehen, drücken, machen, tun? Nein. Bewegt sich nicht. Bin zu fett, um hier durchzukommen, verdammte Axt. Scheiße. So, okay. Also, ich habe gefunden. Nee, den habe ich jetzt gerade benutzt. Haare ragt heraus. Können wir denn hier jetzt irgendwas machen? Die sieht nicht so aus. Sieht traurig aus. So, hier kann ich auch nichts machen, wa? Den kann ich ja nicht öffnen und nichts. Verdammt, Axt. Komm hier nicht vorbei. Hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. So, machen wir so. Klang auch jedes Mal wie so ein Schlüssel, oder? Der jetzt gerade so fällt. Die Kiste bewegt sich nicht. Ich rufe mal erstmal kurz zurück. Oh, echt, ich komme nicht durch. Meine Güte. So, hier komme ich jetzt durch. Und jetzt dürfte ich doch hoffentlich hier vorne auch durchkommen. Das würde ich gut finden. So, öffnen kann ich die Kiste nicht. Von daher schauen wir mal kurz hier weiter. So, die Tür wird immer noch zu sein. Ja, ist zu. Und hier vorne ging noch eine Tür hoch. Da würde ich mal ganz kurz schauen. Was? Okay, alles klar. Alles klar, hier können wir nicht vorbei. Weil Funkenflug. Wir sind aus losen Zellstoff gemacht. Dürfen auf keinen Fall irgendwie mit Funken in Kontakt kommen. Okay. Müssen wir den irgendwo hinschieben? Den Ehenschrank.
den kriegen wir jetzt nicht weg. Können wir den irgendwie aufschneiden oder irgendwas? Sonst noch irgendetwas. Ein bisschen Zwieback noch irgendwie. Ah, Kerze anmachen. So, und jetzt können wir das jetzt aufmachen, nachdem jetzt alle Kerzen an sind. Die Kiste bewegt sich nicht. Also die muss ich wahrscheinlich abschneiden, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, weil wir müssen ja anscheinend hier Haare hinlegen. Nee, warte mal, hier liegt ja so ja Haar. Haut und Haar. Oh Gott, ist das weiße Haut? Das ist okay, keine Haut, oder? Na bitte nicht. So. Haben wir irgendwas in den Regalen? Können wir unten was aufmachen? Ist ja ein Schlüssel. Warum nimmt er den Schlüssel nicht? Aha, okay. Oh, okay, 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 okay. Quicktime Shit. Quicktime Shit! Verstehe. Gib den Schlüssel her. Hässliche Poppe. So, Schlüssel für die blaue Tür. Du hast den Schlüssel zur blauen Tür gefunden. Was für eine blaue Tür. Ich habe keine blaue Tür gefunden. So, jetzt kann ich die noch hoffentlich wegziehen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, viel schöner hier. Studienobjekte. Schädel aus Deutsch-Südwestafrika. Zur weiteren wissenschaftlichen Untersuchung vorgesehen. Empfehlung, Verwendung aller chronometrischer Studienobjekte. Man lernt so viele Worte hier. So. Notiz des Spediteurs. Bitte rechnen Sie mit der Anlieferung der Koffer und Kisten des Herrn Generals am Freitag, dem 7. Juni zur Mittagsstunde. Unsere Spedition wird die Güter am Tag zuvor zum Weitertransport vom Dampfschiff im Hamburger Hafen abholen. Meine Mitarbeiter stehen dann weiter bereit, um alles nicht von ihm im Haus benötigte Gut vorerst in den von ihnen gewählten Kellerraum zu tragen. Eine Rechnung übersende ich Ihnen nach Abschluss unserer Arbeiten. Ich wünsche Ihrem Herrn Vater, General von Schmidt, baldige Genesung. Herr Bergmann, Spedition Bergmann und Söhne, 1.6.1907. Aha. Okay. Hier können wir den Strom umleiten wahrscheinlich. So, das sieht mir auch sehr abenteuerlich aus hier. So, kann man das aufmachen. Was haben wir denn da? Ein Aufkleber der Schiffsfahrtgesellschaft. Der Koffer hat eine lange Reise hinter sich. Okay. Was ist denn das? Zurück nach Hause. Du hast recht, Johannes. Theresa und ich haben beschlossen, dir zu helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Dann befreien wir die... Warte mal, was ist denn nicht überhaupt? Warum ist denn nicht hier? Stopp mal ganz kurz. So, jetzt ist besser. Nochmal. Du hast recht, Johannes. Theresa und ich haben beschlossen, dir zu helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Dann befreien wir die Schädel aus dem Keller deiner Eltern und schicken die Kisten zurück. Nach dem, was unsere Väter und Vorväter ihnen angetan haben, ist dies das Mindeste, was wir für sie tun können. Auf dass sie in heimatlicher Erde Ruhe finden. Rudi. Ach, die Namen sind der Hammer, Alter. Die Namen sind der Hammer. So, okay. Jetzt ist hoffentlich der Durchgang hier oben frei. Freiheit! Ah, okay, verstehe. Wir sind quasi hinter der Haupttreppe. Jawohl. Wo ist die blaue Tür? Was? Nee. Wo ist die blaue Tür? Nein. Okay. Warum ist hier alle zu? Die ist offen. Nun da. Blaue Tür. Haben wir denn irgendwo eine blaue Tür gesehen? Achso, genau. Ja, hier ist ja dieses seltsame klavierähnliche. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Warte mal, guck erstmal hier unten nach, bevor ich auf eine andere Etage gehe. Macht ihr das auch so, wenn ihr spielt, dass ihr erstmal Etage für Etage klärt und dann erst auf eine andere Etage geht? Also bei mir ist das irgendwie so drin. So, hier ist das Haupttreppenhaus. Vorne werden wir wahrscheinlich nicht raus können. Nein, weil ich keine blaue Tür. Hä? Ich keine blaue Tür. So, hier ist offen. Oh Mann, Alter, das ist so groß. So, warte mal, hier war das Jagdzimmer, wa? Also dieser komische Trophäenraum. Notiz des Arztes. Patientin Magdalena von Schmidt. Zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie, Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auflösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfiehlt fehlig eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Dr. Dritsch. Drisch. Dr. Drisch. Dr. Dre. Okay. So, ich wollte mal festgestellt, dass ich kurz so richtig flache Witze reiße. Heute ist Flachwitztag. Zu? Hier war jetzt aber auch keine blaue Tür. War ja auch ansonsten nicht, wa? Oh, aber. Wer ist denn das? Wer redet da mit mir? Ist das Paula? Ist das tatsächlich Paula? Warte mal, hier kann ich ja hoch. Will kann jetzt mal nicht hochjagen, wa? Geh mal hoch. Okay. Okay, also wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ich habe meinen Johannes gefunden. Mein Herz zerspringt vor Glück. In Lübeck ist er schon. Ich habe sofort das große Zimmer unter dem Dach sauber gemacht, damit er es bequem hat. Ich werde Farben und Leinwände für ihn besorgen. Mein Johannes kommt heim. Ja, man muss sich mal vorstellen, ne? Zu dieser Zeit irgendwie, die Mutter muss überglücklich gewesen sein, irgendwie. Wie viele Leute da ihre Kinder verloren haben. So, oh, immer noch an. Mitteilung des Lazaretts. Unleserlich. Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Johannes von Schmidt lebt und als Kriegsversehrter aus dem Kriegsdienst entlassen wurde. Sein körperlicher Zustand macht vorerst eine langfristige ärztliche Betreuung in unserem Reserve-Lazarett 3 zu Lübeck notwendig. Zur weiteren Pflege kann Ihr Sohn in 2 Wochen, im 2.19.1918, in Ihre Obhut gehen, Rest unleserlich. Mhm. Okay. Boah, wo sind wir? Guck mal ganz kurz, ob hier am Ende nochmal was liegt, irgendwie. So, verstecken, ja, ich sag mal, in anderen Games irgendwie Entwickler immer ganz gerne irgendwelche coolen Sachen. So hier quasi. Hier, wo jetzt nichts liegt, ne? Und man dann so sagt, so, ach, der Spieler geht doch eh nicht diesen Umweg. Und wenn er tut, soll er doch belohnt werden. Hier nicht. Hier wirst du nicht belohnt. Okay, wir gehen wieder zurück. So, Johannes ist auch nicht der beste Sprinter, obwohl er länger sprinten kann als so mancher Elite-Soldat aus Modern Warfare. Mann. 5. Oktober 1918. Ich gehe nicht auf den Dachboden. Schon das Heulen und Rumpeln ist mir unerträglich. Und der Gestank. Sag mal, sind vielleicht wir das auf den Dachboden? Ist das ja nicht Paul? Sind wir das? Also, wie gesagt, wir sind ja wahrscheinlich eh in einer Traumsequenz oder irgend sowas. Okay, ich kann nicht weitergehen. Bin zu dick für die letzten 6 Stufen. Okay. Ach doch, ist er irgendwo hängen geblieben hier, oder was? Eine Stufe ist zu doll. Aber ich komm nicht rein.
So ein Kack. Ja? Wach auf, Soldat. Hatten wir schon. Soll ich noch ein bisschen Leberwurst Soldat mitbringen, oder was? Du musst zurück. Du musst es zu Ende bringen. Ja, ich weiß. Ich würde. Sag mir doch einfach wo. Öffnen. Hm. Mal bei den anderen Schränken war jetzt auch nicht drin, oder? Ja, ist verschlossen so, ja. Nicht so. Tropft hier Blut runter? Das ist aber schön. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Da gehe ich nicht hin. Nein. Nope. Nope. Ich irre hier total planlos durch dieses Haus, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, 257, hey, grüß dich. Wir machen gerade noch ein bisschen Ad Infinitum weiter. So, warte mal, ich war hier, ne? Und hier konnten wir über die Wendeltreppe nach oben gehen. Das ist jetzt der Weg, das machen wir jetzt. Boah, dieses Telefon, Alter, bimmelt das jetzt die ganze Zeit? Die Fabrik. Artikel vom 20. Mai 1906. Farmfabriken Karl von Schmidt und Co. entgehen Konkurs. Das Berliner Unternehmen, das in Bereichen der Produktion von chemischen Stoffen zur Anwendung in der Medizin und Industrie tätig ist, wurde durch die Einbringung privater Finanzmittel durch den Firmeneigner Karl von Schmidt vor dem Konkurs bewahrt. Investitionen durch Partner waren überraschend ausgeblieben, als die führenden Chemikanten von Karl und Schmidt und Co. durch einen Wuppertaler Konkurrenten abgeworben worden waren. Karl von Schmidt ist der Sohn des berühmten preußischen Generals Lothar von Schmidt. Die Einbringung privater Geldmittel bewahrt zunächst 350 Berliner Angestellte vor der Kündigung. Ob dies die Zukunft des Unternehmens sichern kann, bleibt fraglich. Okay. So, die können wir wegziehen. So. Schauen wir mal, wenn ich jetzt plötzlich vor diesem klingelnden Telefon stehe. Ich bin wieder oben. Die blaue Tür. Wir haben den Schlüssel zur blauen Tür. Hier nochmal einer ans Telefon. Sag mal. Paul? Paul? Machen wir Licht erstmal an. Schrank bleibt erstmal zu. Gemälde. Frühlingserwachen. 22. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. 22. Und wir haben ein riesengroßes Leinwandgemälde eingepackt. Die Muttersbaum anschauen? Sind verschieden und doch gleich. Einem verriet ich im Vertrauen ein Geheimnis, das ich weiß. Der Hüter hat einen Mund sowie Frühlingserwachen, Flügel wie Auferstehung, Augen wie selbst. Ja, ne, wenn man es mal so eben gelesen hat und verstanden hat. So, wollen wir das auch noch mitnehmen? Der Taubenschiss. Der Garten, das Bild erinnert dich an deine Kindertage. Nein. Einfach nein. So, hier haben wir noch eine Lampe, die machen wir an. Eine Schublade, die aufgezogen und...
Dankeschön. Die Taube und der Krieg, lieber Johannes. Wenn der Krieg einmal vorbei ist, bekommen wir unsere Ausstellung. Und sie wird schöner denn je. Ich habe deine Skizzen für unsere Plakataktion zur Unterstützung unserer Soldaten bekommen. Christian wird sie auch lieben. Ich kann nicht abwarten, die Köpfe mit euch und Rudi zusammenzustecken. Es gibt so vieles, das ich euch erzählen will. So viele Eindrücke von dem Weg zur Front. Aber bis dahin Briefe. Pass auf dich auf, Soldat. Sonst komme ich zu dir und flick dich zusammen. Ich werde in den nächsten Tagen schon als Krankenschwester eingesetzt. Deine Theresa. Okay. Vater. Du verstößt mich nicht wegen der Nacht auf dem Dachboden, sondern weil ich Dissident in dieser Familie bin. Wärst du deinem eigenen Vater einer gewesen, wäre Mutter viel erspart geblieben. Du bist allein einem Toten treu, ja. Ein Toter herrscht in diesem Haus. Sein Geist durchdringt es. Ich packe und ziehe bald aus. Dann bist du mich los. Eher ziehe ich in den Krieg, als in dieses verdammte Haus zurückzukehren. Johannes, Juli 1914. Okay, also der Disput mit dem Vater ist auf jeden Fall offensichtlich und offen ausgetragen, ab einem gewissen Punkt. So, dann schauen wir mal, kann man hier... Okay. Wieder die Büchse. Oh, Büchsentelefon. Oh, krass.